jetzt darf ich noch einen ganz besonderen Beitrag ankündigen. Es ist uns eine große Ehre, dass Herr Professor Ernst Dehnert an unserem Workshop teilnimmt und uns jetzt ein Projekt der Ernst-Dehnert-Stiftung vorstellen wird, in dem ein Werk über Softwarearchitektur geschaffen werden soll. Und damit möchte ich jetzt das Wort an Herrn Professor Dehnert übergeben. Thomas Matzner hat mich animiert, zu dieser Tagung zu kommen. Ich habe es nicht bereut bisher, zumal ich zwei exzellente Vorträge ehemaliger Kollegen hören konnte, eben von Uwe Bessel und vorher von Wolfgang Keller. Nicht zu vergessen den witzigen, kritischen Kommentar zu agilen Methoden von Bertrand Meyer. Also es hat sich gelohnt, dass ich bisher da war. Und jetzt möchte ich Ihnen, wie Sie schon gehört haben, etwas ankündigen. Es geht um ein Buch, wie Sie gerade gehört haben. Und Wolfgang Keller hat da ja dazu schon eine Steilvorlage geliefert, indem er mehrfach das Schwarzbuch erwähnt hat. Okay, das war mindestens dreimal zu oft, am Ende genügend. Ja, dieses Buch, was ich vor 25 Jahren mit Hilfe vieler S&M-Kollegen verfasst habe zum Thema Software Engineering. Nun, im Rentenalter habe ich gedacht, wird es mal wieder Zeit, etwas zu machen. Und bin mit verschiedenen Kollegen auf die Idee gekommen, zu der Königsdisziplin von Software Engineering etwas zu erarbeiten, nämlich über Softwarearchitektur. Das Projekt Vitruv haben wir das genannt, dieses Vorhaben, ein solches Werk zu verfassen. Vitruv deshalb, weil dieser Marcus Vitruvius Pollio vor 2000 Jahren ein römischer Architekt war, der gleich 10 Bücher über Architektur seiner Zeit verfasst hat. Deswegen nennen wir das Vorhaben ganz hochtrabend Vitruv. Es geht aber um Softwarearchitektur. Warum so etwas? Ich möchte gerne erreichen, dass wir ein gutes Fachbuch über Softwarearchitektur verfassen. Darin steckt eine Kritik, der nämlich heißt, naja, ich sage es mal vorsichtig, ich selber kenne keines, was mich so richtig rundum befriedigen würde. Es könnte also eins geben, wer es weiß, der soll mir es bitte geben. Ich möchte jedenfalls mit meinen Kollegen zusammen etwas Gutes, etwas sehr Gutes zu dem Thema verfassen, eine Art Architekturlehre für, nennen wir es, hochwertige Software. Diese Kritik, die hinter diesem Statement steckt, hat damit zu tun, hat mit meiner Beobachtung zu tun, dass in der vorhandenen Literatur zwei große Mängel sind. Der eine ist, es fehlt mir an Spezialisierung auf Anwendungsgebiete, Anwendungsdomänen nennen wir das. Ich komme da gleich noch genauer drauf zurück. Und es geht mit dem zweiten Punkt Hand in Hand. Es ist zu viel Allgemeines, Abstraktes, Unkonkretes, was da in den einschlägigen Büchern steht. Oft ist es auch so, dass man nicht mal ausreichend runter auf den Grund kommt, auf Programmebene kommt und so allgemein in irgendwelchen Bildern verharrt. Wir wollen es also besser machen. Für wen wollen wir das machen? Nun, in erster Linie für Sie, so verstehe ich diesen Kreis jedenfalls, also für Software-Ingenieure, für Informatiker, für sonstige Leute, die Software machen, die eine gewisse Zeit nach ihren Jugendstudienjahren in der Praxis gearbeitet haben und jetzt Verantwortung übertragen bekommen, etwas Größeres zu gestalten. Und davor natürlich auch, und ja, auch für die, ja, für die Studenten, die es lernen sollten im Informatikstudium und in anderen Fächern, und auch natürlich für deren Professoren, damit sie es ihren Studenten nahebringen können. Das ist die, sind die beiden Zielgruppen, die wir im Sinn haben, die natürlich interagieren zusammen. Wer macht das? Frau Nickel hat schon erwähnt, meine Stiftung, die Ernst-Dehnert-Stiftung für Software Engineering, die ein bisschen mit uns einige Mittel zur Verfügung hat, die betreibt dieses Projekt und sie finanziert es. Das kostet ja einiges, etliche Mitwirkende zu bezahlen und auch andere Aufwendungen zu bestreiten. Was mich sehr freut, ist, dass wir derzeit ein sehr gutes Team haben. Und es ist kein Zufall,
dass ein Alt-SDNMer, der ich bin, mit zwei anderen ziemlich Alt-SDNMern wieder zusammengefunden hat. Der eine davon sitzt hier im Kreis, Thomas Matzner, und der andere ist Gero Scholz, die da mitmachen, und ein junger Kollege, der im Fortis-Institut an der TU München tätig ist. Ich mache diese Ankündigung hier auch, um Mitstreiter zu gewinnen. Also wenn jemand von Ihnen Interesse hat, sich in irgendeiner Weise zu beteiligen, als Reviewer, als Co-Autor, als Ratgeber, als was immer, hat mir zum Beispiel gedacht, Herr Bessle, das, was Sie gerade eben erzählt haben, das passt da in zwei Stellen da hinein. Ernsthaft, wir müssen darüber reden. Wir machen dieses Projekt im Rahmen von Fortis, ich weiß nicht, wem das bekannt ist, ein Institut an der TU München betrieben von Manfred Breu und anderen Direktoren. Dort sind wir, haben wir gewissermaßen unser Büro und unsere organisatorische Heimat, werden natürlich unterstützt von der TU München durch Studenten, Mitarbeiter, früher hätte man gesagt Diplomaten, jetzt muss man sagen Masteranden, also solche, die Masterarbeit in etwa machen. Und vielleicht kann ich auch in diesem Punkt hier Unterstützung finden, Industriepartner. Ich komme gleich auf diese Anwendungsdomänen zu sprechen. Wir haben eine ganz besonders im Blick, und die heißt Technik, technische Systeme, Embedded Systems, Embedded Software, etwas, was hier, glaube ich, nicht sehr stark vertreten ist, was aber in unserem Land, in Deutschland, im Maschinenbauerland von ganz besonderer Bedeutung ist. Auf diesem Gebiet kennen sich diese Autoren am allerwenigsten aus, weil wir aus dem Bereich der betrieblichen Systeme kommen, die hier sehr viel stärker vertreten sind. Und wir wollen Feldforschung betreiben. Also verstehen, wie tatsächlich bei BMW, bei Bosch, bei Festo oder KSB Pumpen und Frankenthal Software gemacht wird. Nicht wie irgendwelche Methodenprediger und Seminaristen sagen, wie es gemacht werden sollte, sondern wie es tatsächlich jeden Tag konkret von den Softwareentwicklern dort gemacht wird. Das ist mit der Feldforschung gemeint. Wenn da jemand mir Anregungen geben kann, bin ich sehr dankbar. Ein paar Grundideen will ich ganz kurz anreißen, die unserem Buch zugrunde liegen sollen. Das eine habe ich schon erwähnt, das vertiefe ich gleich mit diesen drei Anwendungsdomänen. Vier Sichten auf die Architektur, auf ein Software-System und die Architektur eines Software-Systems. Wir werden etwas über einige Grundlagen bringen müssen mit ewigen Wahrheiten. In der Tat, Herr Killer, ich habe da nachgeschaut, was wir seinerzeit geschrieben haben. Und da gilt manches heute noch. Ja. Und das muss man halt nochmal bringen. Vielleicht wird es dann endlich. Ja, also vielleicht verstehen das dann die Leute. Und natürlich eine Menge tiefgehende Beispiele. Diese Anwendungsdomänen, die drei, die wir behandeln wollen, sind betriebliche Systeme, also unser Heimatgebiet, Internetsysteme, die überlappen natürlich mit dem betrieblichen System, wie man an einem solchen Webshop sieht, aber es sind auch andere Dinge, die unter Internetsystemen rangieren, und eben, wie erwähnt, technische Systeme und eine Menge andere Dinge, die es auch noch zu behandeln gäbe, können wir nicht auch noch machen, jedenfalls nicht gleich. Die vier Sichten, das ist eine Grundidee, die da drin steckt. Wir sind es alle gewohnt, Software in Entwicklungsphasen zu betrachten. Und zu reden den ganzen Tag über agile Methoden, und das hat irgendetwas mit dem Vorgehen zu tun. Wir wollen in diesem Buch eine etwas andere Betrachtung aufziehen, die unabhängig vom Vorgehen ist, nämlich ein System betrachten. Sagen wir mal, ein laufendes, bestehendes System betrachten, und das kann man genauso wie ein anderes Architektur, ein Gebäude, die Architektur eines Gebäudes kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Sichten, sage ich dazu. Die Anwendungssicht, was sieht der Anwender? Klar. Die betriebliche Sicht, das ist immer das Nächste, was man sieht. Also wie läuft das denn, worauf? Wer sorgt denn dafür, dass das schnell genug läuft, mit welcher Infrastruktur? Dann ich nenne es die Konstruktionssicht oder Designsicht, also die Modularität, die sieht man als Außenstehender fast nie. Da muss man schon sehr genau in die Konstruktionszeichnung hineinschauen, und schließlich die Sicht auf die programmtechnische Sicht.
Das wollen wir sehr, sehr sorgfältig darstellen und dazu orthogonal ein paar andere Dinge, die auch bei Ihnen in Ihrem Vortrag auftauchten, zum Beispiel natürlich ganz wesentlich Performance, aber auch Robustheit, Sicherheit und andere Dinge. Ja, wir werden uns sehr viel Mühe geben mit Beispielen, das will ich jetzt aber nicht weiter vertiefen, das bringt hier nichts. Ich spare es Ihnen jetzt in Anbetracht der Zeit in die Gliederung hineinzuspringen. Wer das sehen will, kann ich das gerne zeigen. Wir haben schon sehr genaue Vorstellungen, wie es aussehen soll und dass es 400 Seiten dick werden soll. Es gibt eine Website dazu, auf die mache ich Sie doch aufmerksam. Wer also nachschauen will, was wir da treiben. Das Buch natürlich als zwischen Buchdeckeln auf Papier bringen, aber auch digital vielleicht eine Website dazu machen und es wird auf Deutsch und Englisch Deutsch und Englisch erscheinen. Ja, ja, das ist sehr freundlich, danke. Ich habe Ihnen die paar Minuten vor dem Abendessen genommen, um Ihnen zu sagen, dass wir das vorhaben. Drücken Sie uns die Daumen, dass es was wird. Und wer irgendwie Interesse daran hat, möge sich bei mir melden, entweder im Rahmen dieses Workshops noch oder auch per E-Mail. Wenn Sie den googeln, dann finden Sie irgendwo meine Website von mir und dann gibt es da eine E-Mail-Adresse irgendwo und das werden Sie schon herausfinden, wenn Sie mich erreichen wollen. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche einen schönen Abend und ein gutes Gelingen für Ihre Tage. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Kühnert. Und ja, gutes. Aber es ist mir jetzt wirklich die Möglichkeit, dann darüber zu diskutieren und zu sprechen, dann auch im Rahmen des Abendessens. Genau, und damit möchte ich dann auch zum Abendessen dann überleiten. Um 20 Uhr ist das Abendessen und bis dahin wünsche ich noch einen schönen Abend.